Herzlich willkommen zum IMC Studio Tutorium. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie im IMC Studio Plugin Panel Ihre Messdaten veranschaulichen können. Ich habe die Geräteeinstellungen aus dem Tutorium Erste Messungen übernommen. Hier haben Sie gesehen, wie Sie sich Ihre Messdaten in fliegenden Kurvenfenstern anzeigen lassen können. Diese fliegenden Kurvenfenster sind für den permanenten Gebrauch etwas unpraktisch. Deswegen bietet Ihnen IMC Studio die Möglichkeit, eine Panelseite zu erzeugen, wo Sie sich Ihre Messdaten auf verschiedenste Weise auf einer Seite anzeigen lassen können. Im IMC Panel haben wir nun eine ganze Seite zur Verfügung, wo wir unsere Messdaten anzeigen lassen können. Auf der rechten Seite haben wir den Datenbrowser, wo alle verschiedenen oder vom Gerät zur Verfügung gestellten Kanäle oder Variablen angezeigt werden. Wir können uns nun unsere beiden zuvor konfigurierten Kanäle Dehnung und Temperatur in einem Standardkurvenfenster anzeigen lassen. Dies geht einfach per Drag and Drop und es können beispielsweise die Kanäle untereinander angezeigt werden oder auch gleichzeitig in einem Kurvenfenster. Wir können uns jetzt aber auch andere Anzeigeelemente in unser Kurvenfenster ziehen. Wir können zum Beispiel beide Kanäle nochmal auswählen und sie als in der numerischen Darstellung anzeigen lassen. Oder aber, wenn wir eine Temperatur messen, können wir die uns ja auch mal als Thermometer darstellen lassen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich seine Panelseite anzupassen. Wir möchten nun die Stimmgabel mal in Schwingung versetzen. Wir stoppen nun die Messung und möchten nun in diesen Bereich hier mal reinzoomen, wo man erstmal nicht so viel sieht. Aber wenn man da jetzt mal ein bisschen reinzoomt, dann sieht man hier die Sinusschwingung. Und jetzt können wir hier uns mal Messcursor anzeigen lassen und den Abstand von 2 Maxima bestimmen. Und dann sind wir vor allem an der Frequenz interessiert. Und dann sehen wir hier, dass wir hier eine Frequenz von ungefähr 440 Hertz haben. So eine Abschätzung zu haben, ist erstmal eine schöne Sache. Doch es ist natürlich sinnvoller oder man wünscht sich natürlich jetzt eine FFT von der Schwingung zu haben, um die exakte Frequenz bestimmen zu können. Bei IMC-Geräten gibt es in den Geräten Echtzeitprozessoren, die verschiedenste Berechnungen ausführen können und das möchten wir jetzt nutzen, um unsere FFT zu berechnen. Und das können wir in dem Teil Online FAMUS einstellen. Wenn wir das Online FAMUS dann mal öffnen, dann sind da verschiedene Bereiche zu sehen. Hier auf der linken Seite bekommt man seine Kanäle angezeigt. Auf der rechten Seite sind ein paar Funktionen angezeigt. Und dann gibt es das Operationsfeld, wo man dann letztlich eingibt, was man denn jetzt berechnen möchte. Das Ganze bedient sich wieder ein ganzes Stück weit über Drag and Drop, aber es sind dann auch eben weitergehende Möglichkeiten vorhanden, sich hier entsprechend seine Berechnungen anzupassen. Ich möchte nun die FFT von der Dehnung berechnen. Das heißt, ich ziehe mir jetzt einfach den Kanal Dehnung auf die FFT. Dann werde ich noch ein bisschen was abgefragt, also wie soll ich das Ganze nennen oder wie will ich das Ganze nennen. Ich nenne das mal Spektrum. Und die übrigen Einstellungen lasse ich so, klicke auf Übernehmen und dann wird mir das hier unten in meinem Operationsfeld angezeigt und dann möchte ich Online FAMUS auch schon wieder verlassen. Was jetzt passiert ist, dass die ganze Sache aufs Gerät geladen wird. Deswegen hat man jetzt ganz kurz diesen
diesen Bildschirm gesehen. Was ich jetzt habe, ist, dass ich im Datenbrowser unter virtuelle Kanäle eben diesen Kanal Spektrum finde, den ich gerade erzeugt habe. Den möchte ich mir wieder als Standard-Kurvenfenster darstellen. Und wenn wir jetzt mal wieder die Messung starten, dauert eben wieder ein bisschen, weil die ganzen Konfigurationen aufs Gerät geladen werden und wir die Messung, die Stimmgabel in Schwingung versetzen, dann sehen wir eben hier wieder unsere Sinusschwingung und sehen gleichzeitig wieder das Spektrum. Also wenn wir es nochmal starten, so, hier haben wir eine schöne Sinusschwingung und dann das zugehörige Spektrum. Hier werden gerade Kilohertz angezeigt, das ist knapp unter 500 Kilohertz, also man ahnt schon, dass das diese 440 Hertz sind, die man von der Stimmgabel jetzt auch erwarten würde. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Tutorium.